Hallo ihr Sepplinge da draußen, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Wie immer sammeln wir erstmal wieder ein. Ich übertreffe mich heute schon wieder, mein neuer Rekord, wir haben 10 vor 4 morgens. Eieiei. So, erstmal wieder Post einsammeln hier. Ihr habt wieder gut gezüchtet, das ist sehr gut, dann kann ich mir auch eine neue Zucht leisten. Vielen Dank übrigens für den Tipp, dass ich ja in Montana und in Deauville gleichzeitig züchten kann. Das ist eigentlich total logisch, aber ich habe mir bislang noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Eigentlich ja, weiß ich nicht, total, also absolut nicht weitsichtig, dass ich da noch nicht mit geplant habe. Aber naja, gut. So. Wir sammeln jetzt hier erstmal wieder ein, wollte ich sagen, aber unser Lager ist schon wieder voll. Was verkaufen wir denn? Ich glaube, wir können weiter Soja verkaufen. Ja. Möhrchen wandern heute auch wieder ins Lager. Gucke mal da. Vielleicht schaffen wir heute sogar noch Level 22. Das wär's doch. Die Reihe an Gewächshäusern würde ich heute gerne aufwerten. Hier kommt noch wieder Soja hin. So. Und hier hinten kommen wieder Möhrchen rein. Sehr schön. Und dann machen wir uns jetzt auch direkt auf den Weg nach... Nee, machen wir noch nicht. wir starten erstmal wieder einen Zuchtversuch hier. Mit Obelix und Regia. 19% kommen schon. 19%? Ich meine, das ist ja mal niedriger gewesen. Bitte, 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 bitte. Yes, wir haben eine Rabe, wir haben eine Rabe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yes, yes, yes. Ein Stütchen ist es. Abia. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir nehmen dann da. Elnur hilft uns. Unknown. Ashley nochmal Unknown. Cleo, Lotte, Iris und als letztes die Natalie. So, ihr helft mir jetzt hier beim, ich hätte fast gesagt, beim Ausbrüten, beim Aufziehen meines Fohlens. So, und auf geht's nach Deauville. Sehr schön. Wir können natürlich auch noch einen Zuchtversuch starten. Ich meine, warum nicht? Ach so, ach, die Scheune ist voll. Ajo. Okay, Äpfel können wir verkaufen, ein paar. Honig können wir auch ein bisschen was verkaufen. So. Kriegen wir jetzt eh wieder rein. Zack, 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 zack. Gibt auch nochmal ordentlich Erfahrungspunkte hier. Gucken wir mal da. Wir zählen keine 100 Punkte mehr bis zum nächsten Level. Ja, cool. Und dann, ihr wisst, was das bedeutet, können wir hier endlich die Stallung aufwerten. So, wir sammeln hier erstmal wieder ein. Das Fohlen werden wir verkaufen. So. Hier sammeln wir noch eben den Mist von der Weide. Zack, 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 zack. Was haben wir geschenkt bekommen? 2 Gras. Okay. Gut. Ja, dann können wir hier, wie gesagt, auch noch einen Zuchtversuch starten. Aber ich möchte jetzt erstmal ins Rennen. Und zwar steht da heute Japan auf dem Plan. Was ich ganz gerne wieder mit Peach machen möchte, da sie einfach momentan, sie ist mein absoluter Champion. Das ist, da kann man überhaupt nichts dran rütteln. Sie ist einfach das beste Pferd. So, nehmen wir mal das hier für den Anfang. Das gibt uns einen so einen Rubin. Einen geschliffenen. Mal gucken, ob ich es jetzt versaue oder ob ich es mal halbwegs hinbekomme. Da ist schon mal der Anfangsboost weg. Da haben wir noch was mitgenommen. Oh Gott. Wow. Echt hier so ein Känguru. Aber sind wir nicht mal in Australien? Sag mal, kommt mir das nur so vor? Da sind hier mehr Hindernisse als sonst. Ich bin ja nur noch am Hüpfen. Ist ja Wahnsinn.
Guck mal, es sind noch mehr Hindernisse. Nein, ihr wisst, ich bin etwas zu hoch gesprungen. Ärgerlich. Ja, das war gut. Das war auch gut. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr zwischen den Hindernissen zu springen. Boah, das war auch gut. Auch schön. Boah, das war knapp. Ich habe heute ab und an mal wieder so ganz, ganz kleine Mini-Spikes drin. Oh, schön. Jetzt kann ich es nochmal versemmeln. Aber auch nicht lange. Jetzt ist es nämlich schon wieder weg. Meine Güte, heute kommen wir echt weit. Jetzt wäre nochmal ein Herz schön. Das wäre jetzt super. Jawohl, ja. Ja, meine Güte, heute kommen wir aber echt sehr gut durch. Langsam gewöhne ich mich dran. Also es hätte jetzt von mir aus noch weitergehen können, aber 4 Diamanten will ich jetzt trotzdem nicht ausgeben. Ich will jetzt mal sehen, wie wir... Wir haben es 1672 Meter weit geschafft. Das ist natürlich super. Ich glaube, das ist sogar meine neue persönliche Bestleistung hier in komplett Japan. Und doof, dass das hier ein Spielfehler ist, den ich sehe, wie weit ihr gekommen seid. Ich hoffe, dass das schnell behoben wird. Das finde ich persönlich nämlich ein bisschen nervig. So, blaues Futter 8-mal haben wir. Super, dann kriegst du das jetzt erstmal. Hast du dir verdient nach dem Rennen? So. Gibt auch nochmal 28 Erfahrungspunkte hier. Müssen sie ja auch mal weiter trainieren. Level 10 ist ja nicht mehr Maximum und sie ist erst Level 6. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Ja, was mache ich mit den anderen Pferden? Irgendwie, ich muss sagen, ich bin momentan irgendwie so total trainingsunlustig. Ich weiß es nicht. Ich kann es ganz schlecht beschreiben. Ah, der Araber. So, in 2 Minuten müssen wir da ausmisten. Das bietet doch ein bisschen Zeit, hier nochmal zu schauen bei den... Der arabische Lampenbaum, der ist ja hübsch. Ah, schade, da habe ich nicht genug für. Vielleicht kommen wir da ja noch dran. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ach, guck mal, da der runde Busch, der ist ja schön. Komm, pflanzen wir den mal dahin. Dann hätte ich den Busch gerne noch hier. Da. Und da. Ein Zaun. Hätte ich gerne diesen weißen Zaun hier. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Verschönerung. Normalerweise könnten sie da ohne Probleme weg, das ist ja klar. Aber ich finde, dass das ganz hübsch aussieht so. So, und jetzt noch den letzten. Und so machen wir das dann auch, wenn wir hier hinten weiter ausbauen. So. Ich finde, so sieht das doch irgendwie schon mal viel schöner aus gleich. Bisschen aufgeräumter. Gut, aber jetzt können wir hier auch mal noch ausmisten. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. So.
Die Pferde sollen es ja auch schön haben. Und ich finde das so eigentlich echt ganz schön so. Jetzt ist ja wirklich tatsächlich fast Level Up. Aber ich würde fast sagen, wir schauen jetzt lieber nochmal in Richtung Züchten. Und zwar möchte jemand nochmal bei der Lola schauen. Die hatte mir jetzt geflüstert unter dem letzten Video. Also sie hat einen Kommentar geschrieben, dass sie heute nicht ihre Araber trainiert. Ich hoffe. Oh, sind die schön, die braunen. Oh mein Gott. Hier hast du ein Hengstchen. Super. Sehr, sehr gut. Denn mit dem möchte ich gerne züchten. Mit ihm und mit Peach. Boah, ist das teuer. Aber ich will es gerne mal versuchen. Was haben wir denn hier für Chancen? Wir haben eine 11%ige Chance auf diesen Araber. 51% sehr, sehr hoch für einen Missouri. Und hier haben wir nochmal 38% auf einen mystischen Araber. Bitte, bitte, bitte blau. Das wäre absoluter Hammer. Schade, es ist ein Missouri geworden. Ich dachte es mir fast, aber es ist nicht schlimm. Den verkaufen dann einfach. Ich bin schon happy, dass ich überhaupt ein Araber bekommen habe. Mit dem können wir dann ja weiter verfeinern. Ist ja ein Stütchen. Gut, also dann, ja, haben wir hier soweit fertig. Haben wir die beiden vielleicht mal trainieren lassen? Wo ging das nochmal? Müssten wir auf die Box, hier auf die Box, glaube ich, draufklicken. Jawohl, genau. Ihr drei... Nein, schon wieder verklickt. Ach. Und eins, zwei, drei. So, die beiden können jetzt mal ein bisschen trainieren, ein bisschen leveln, ohne dass ich was mache. Und ihr kriegt dann noch Geld dafür. So, und jetzt zum Abschluss besuchen wir nochmal jemanden heute wieder von vorne. Iris hatten wir, Chantal hatten wir, unbekannt, Lola, Annika, Ida, Naomi, Vanessa, Theresa, Elnur, Susan, Morena hatten wir jetzt zuletzt. Sissy hatten wir auch schon. Hatten wir die Fia schon? Fia hatten wir auch schon, jawohl. Schon ein bisschen länger her, aber die hatten wir schon. Unbekannt schaue ich irgendwann mal nach. Melissa hatten wir die auch schon. Melissa hatten wir auch schon. Daniel hatten wir noch nicht. Nein. So. Pfeil nach oben. Perfekt. Dann schauen wir jetzt bei dir vorbei. Zuerst wie immer in Montana. Oh, hast du... Nee, es ist ein Andalusier. Ich wollte gerade sagen, du hast auch schon Araber. Aber soweit ich das sehe, ist da noch nichts dabei. Was haben wir denn hier alles? Hier haben wir einen Canadian. Hier haben wir die Dream. Dann haben wir hier einen Andalusier, die Molly. Hier haben wir noch einen Andalusier. Das ist der Charme. Also du kannst auch mit den Andalusiern züchten und veredeln. Dann haben wir hier Missouri. Es ist die Pell. Und hier haben wir noch einen Hengst. Das ist der Angel. Auch sehr gut zum Züchten haben wir hier. Ein Tennessee Walker, der Gemini. Der Gemini. Nachdem. Und der Gemini. Ich weiß nicht, wie du das ausgesprochen haben möchtest. Und hier noch drei Pferde. Hier haben wir noch einen Canadian. Den Winnie. Dann haben wir einen Quarter, den Tiger. Und hier hinten haben wir noch einen Mustang. Und zwar ist das der Nestor. Ja, hübsch sieht das bei dir aus. Die Oase ist so natürlich auch schön. So hast du hier eine direkte Begrenzung zu den Boxen. Finde ich auch nicht schlecht. Die Bäume stehen nicht ganz so in Reihe und Glied wie bei mir. Die sind wirklich so ein bisschen wie selber gewachsen. Finde ich auch eine ganz schöne Variante. Ansonsten ist in Frankreich noch nicht so viel passiert, aber macht ja nichts, muss ja auch nicht sein. Gut, aber ich würde sagen, ich verabschiede mich dann hier für heute von euch. Ich freue mich total, jetzt einen Araber fohlen zu haben. Ich bin richtig, richtig happy. Und ja, morgen holen wir es dann aus der Zuchtstation und lassen es in eine Box einziehen. Also auf keinen Fall verpassen. Und damit verabschiede ich mich dann auch. Bis morgen, ihr Lieben.